Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem weiteren Top Mods der Woche. Ich habe für euch drei Fahrzeuge, wo ein ganz besonderes Fahrzeug tatsächlich dabei ist. Ein Anbaugerät, eine Produktion und ein Deko-Objekt, womit man auch aktiv seinen Hof gestalten kann. Falls du Bock auf mehr solcher Videos hast, hinterlasse dem Video gerne ein Däumchen nach oben und einen Kommentar. Das wäre wichtig, damit möglichst vielen Leuten das Video vorgeschlagen wird. Falls du mich noch nicht abonniert hast, tu das auch gerne. Würde mich freuen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal die Fahrzeuge in einem kleinen Mashup an und danach stelle ich euch die genau vor. Let's go! Wir starten direkt mit einem den absoluten Highlights, und zwar den Fredo Gülle Selbstfahrer. Ein Mod, der offensichtlich konvertiert wurde. Es wurde nicht speziell für den LS22 gemacht. Den gibt es, so wie er aussieht, wahrscheinlich schon durchaus ein paar LS-Generationen. Finde ich aber nicht schlimm, denn der Mod ist wirklich was Besonderes. Es gibt ihn nicht tausendfach und erweitert das Spiel definitiv. Wir gucken uns ihn einfach mal im Shop an. Finden tun wir ihn unter Fahrzeuge und Diverses für nur 49.500 Euro. Das ist sehr wenig. Wir haben ein bisschen was wir einstellen können. Aber erstmal zu den Informationen. Er hat 687 PS, 720 Liter Diesel und 95 Liter AdBlue. Kann bis zu 50 km/h fahren. Hat ein Tankvolumen für Gülle von 32 Kubikmeter. Wiegt selbst stolze 31,4 Tonnen. Das kommt mir sehr viel vor. Ich weiß nicht, ob das mit oder ohne Gülle ist. Und hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 20 km/h, wenn das Anbaugerät es zulässt. Wir haben als Reifenhersteller Mitas, BKT und Michelin. Allerdings haben wir hier keine Reifenvarianten. Es sind alles die ganz normalen Breitreifen mit Reifendruckregelanlage. Wir können hier hinten noch einen Adapter anbauen. Und zwar für den Horsch Joker. Eine breite Scheibenecke, wo wir auch einen Gülleanbau ranmachen können. Den gibt es auch als Mod. Den zeige ich euch im Anschluss. Und wir können natürlich, wenn wir wollen, auch ein Kennzeichen anbauen. Der Preis ist, wie gesagt, sehr, sehr günstig. Das Ding würde locker mal eben 300.000, 400.000 kosten, wenn nicht noch mehr. Ansonsten ist der Mod, wie gesagt, definitiv konvertiert worden. Den wird es sehr wahrscheinlich schon im LS15 gegeben haben. Oder allerfrühestens im LS17, so wie er aussieht. Ich finde ihn aber absolut okay, da er wirklich was Besonderes ist und es den nicht so häufig gibt. Daher ist er hier in die Top-Mods der Woche gekommen. Wir haben jetzt hier hinten einmal ein Bomech-Gestänge, der ist standardmäßig im Spiel. Und dann kommen wir einfach auch mal direkt zum nächsten Mod, und zwar, das ist der Horsch Joker. Ein weiterer Mod, den wir ganz normal als Scheibenecke fahren können, allerdings auch mit Anbau für den Fredo speziell. Also es macht durchaus Sinn, den Horsch Joker mit runterzuladen, wenn man den Fredo runterlädt. Optisch gesehen ist der Horsch Joker wirklich okay. Hier würde ich sagen, der kommt definitiv aus dem LS19, so wie er aussieht. Man sieht es allein an den Reifen, die haben richtig diese Gummitextur und allgemein das Metall glänzt deutlich doller als beim Fredo selber. Finden tun wir den Horsch Joker für 80.000 Euro unter Geräte und Scheibenecken. Hier sieht man, der Preis ist deutlich realistischer. Wir haben hier verschiedene Anbaumöglichkeiten, einmal Ausführung Standard und Ausführung mit Vogelsangeinheit, also in dem Sinne für den Fredo, allerdings auch für die Fahrzeuge standardmäßig im Spiel. Reifenhersteller haben wir hier Trelleborg, Michelin, BKT, Fredenstein
Und das war's. Bei Trelleborg haben wir sogar die Möglichkeit, verschiedene Reifvarianten einzustellen. In dem Sinne Standard oder Breitreifen, so wie wir es kennen. Er benötigt 360 PS, hat 12,2 Meter Arbeitsbreite und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 18 km/h, wiegt selbst 10 Tonnen, also durchaus ein schweres Gerät. Wie schon erwähnt, optisch ist er wirklich, wirklich gut, da kann man absolut nicht meckern und passt, wie ich finde, auch richtig gut an den Fredo ran. Denn geht es weiter mit dem Deko-Pack. Es handelt sich hier um diese Bodenplatten. Diese, ich vermute mal, das sollen Metall- oder Betonplatten sein. Da wäre ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Die wir einfach auf dem Boden platzieren können. Es gibt die in drei verschiedenen Ausführungen. Einmal hier in diesen Fünferblöcken hier voreinander. Und einmal hier in diesen Zweierblöcken und als einzelne Platten. Damit können wir unseren Hof definitiv gut ausbauen. Es lohnt sich natürlich vorher, den Hof zu planieren, dass es wirklich eine ebene Fläche ist, weil sonst wird das so aussehen wie hier. Ich finde die optisch gesehen jetzt gar nicht so schön, muss ich sagen, wenn ich jetzt direkt davor bin. Allerdings, wenn man seinen ganzen Hof damit gepflastert hat und dann in den Fahrzeugen und so sitzt, geht das auf jeden Fall klar. Es ist auf jeden Fall mal was anderes als die Standard Bodentexturen, die der LS hat, und ich würde sagen, das ist so eine Sache, die würde auf meinen Hof definitiv mit raufkommen, allein einfach, um ein bisschen anders zu sein als der Standard. Dann machen wir weiter mit einem Community-Liebling, und zwar den Class Cerion in der 3000er-Serie. Auch wieder ein definitiv konvertierter Mod, das sieht man vor allem, wenn man in der Kabine selber sitzt. Von außen sieht er wirklich, wirklich gut aus. Im Shop finden wir ihn unter Fahrzeuge und Großtraktoren für 330.200 Euro. Er hat standardmäßig 335 PS, hat ein stufenloses Getriebe, fast 620 Liter Diesel, fährt 55 km/h. 17,2 Tonnen Eigengewicht und wir haben einiges, was wir hier konfigurieren können. Zum Beispiel als Konfiguration haben wir einmal Standard, das bezieht sich hier auf den hinteren Aufbau. Hier haben wir einmal Standard, also ohne alles, und wir haben einmal Gewichte. Was dieser Mod nicht hat, ist den Drehkranz, also um die Kabine zu drehen. Das fehlt dem Mod leider, aber ich denke mal, das ist trotzdem okay. Reifensteller haben wir Trelleborg, Michelin, Mitas und Nokian. Bei Trelleborg werden wir uns beispielsweise einmal die Reifenvarianten angucken. Ich werde jetzt die Bezeichnung nicht vorlesen, sondern einmal nur kurz durchkleckern. Ihr werdet ja sehen, was es ist. Einmal quasi Standardreifen, Standardreifen mit Reifendruckregelanlage. Denn Breitreifen, Zwillingsreifen, Pflegebereifung und doppelte, also Zwillingspflegebereifung. Vorne haben wir hier standardmäßig erstmal das 1800 Kilo Gewicht dran. Das können wir auf bis zu 2600 Kilo aufstocken und haben dennoch die Möglichkeit, die Dreipunktaufnahme, also die Fronthydraulik, anzubauen. Dann können wir hinten noch die Europa-Warnschilder raufbauen und natürlich die Motorkonfiguration 3300 mit 335 PS und 3800 mit 379 PS. Farbenmäßig haben wir auch einiges in der Palette. Wir haben einmal natürlich das Glasgrün, das Schwarz, Weiß, Orange, Rot und Blau. Designfarbe bezieht sich hier unten auf das Hitzeschutzblech vom Auspuff. Hier haben wir designmäßig, standardmäßig Chrom. Wir können aber auch noch Schwarz oder Grün machen. Und Felgenfarben haben wir hier Rot, Weiß, Grau, Schwarz und Chrom hier. Und dann können wir natürlich noch ein Kennzeichen anbauen, wenn wir wollen. Optisch gesehen, wie ich schon erwähnt habe, finde ich ihn gerade von außen doch ziemlich ansprechend. Sieht wirklich gut aus. Wenn wir jetzt mal einsteigen, sehen wir, dass er tatsächlich, der Mod selber, einfach so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Armaturen sehen nicht sonderlich gut aus. Ich finde tatsächlich den Boden und den Sitz sehr, sehr schick. Und auch die Decke sieht sehr gut aus, allerdings das Lenkrad und hier die Armlehne bzw. die Bedienkonsole, die könnte man als Modder eventuell noch überarbeiten, denn wäre das wirklich ein rundum richtig schicker Mod. Wir hören uns jetzt erstmal obligatorisch den Sound an, denn der Cerion ist natürlich für seinen markanten Sound bekannt und das wollen wir uns jetzt einfach mal eben kurz anhören.
Ob das jetzt der Original-Sound ist vom Clasterion, weiß ich leider nicht. Aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein kerniger Sound, der nicht ganz Standard klingt. Ich finde, das ist ein richtig, richtig schöner Mod. Denn kommen wir von einem großen Traktor zu einem richtig schönen kleinen Traktor. Und zwar ein Fendt Farmer 2D. Ein richtig alter, kultiger Traktor, der, man muss hier wirklich sagen, der Modder hat hier optisch gesehen richtig gute Arbeit geleistet. Der sieht wirklich fantastisch aus. Finden tun wir dem unter Fahrzeuge und Kompakttraktoren für nur 2200 Euro sehr, sehr günstig, wenn man bedenkt, dass das absolut ein Sammlermodell ist, was es nicht mehr häufig gibt. Leider sieht man hier auch schon, dass er so einen minimalen Bug hat, und zwar rollt er so ein bisschen, A, wenn man einsteigt, und B, wenn man so im Shop ist. Gerade wenn man ihn auf dem Hof stehen hat, werden wir gleich noch sehen, ist das manchmal ein bisschen nervig. Er hat 28 PS, ein manuelles Getriebe, 88 Liter Diesel, fährt ganze 30 km/h und wiegt 3,5 Tonnen. Als Einstellungsmöglichkeiten haben wir hier den Überrollbügel. Einmal hier den Standardüberrollbügel, einen zweiten Überrollbügel und hier ja, ein Rohrverdeck, wo wir allerdings keine Möglichkeit haben, noch Plan aufzuziehen. Und natürlich einmal ohne alles. Dann haben wir einen Frontanbau, einmal hier so einen Frontladeranbau. Allerdings ist in dem Mod selber der Frontlader leider nicht dabei. Ich hoffe, dass es den nochmal irgendwo zum Download gibt. Ich konnte ihn allerdings jetzt so auf die Schnelle nicht finden. Und wir können hier hinten auch noch ein Kennzeichen anbauen. Ich habe es ja schon erwähnt, der Modder hat hier ganze Arbeit geleistet, was die Optik angeht. Auch wenn wir jetzt hier drin sitzen, sieht der wirklich gut aus. Er ist einfach wirklich, wirklich schick. Wie gesagt, leider rollt er ab und an mal so ein bisschen. Das ist doch ein wenig schade, und auch hier machen wir mal einen kurzen Soundcheck. Klangtechnisch ist er doch wirklich vernünftig, kann man sagen. Was ich natürlich sagen muss, wir hängen so ein bisschen mit unserem Kopf in der Stange. Ich vermute mal, dass das Deck eigentlich oben rauf gehört. Warum der Modder das jetzt so gemacht hat, weiß ich nicht. Sieht auf jeden Fall, wenn ich ehrlich bin, nicht ganz so original aus. Da könnt ihr ganz gerne in die Kommentare schreiben, ob das so gehört oder ob der Modder sich hier eventuell ein bisschen vertan hat. Aber ein sehr, sehr schöner Mod, den man auf einem Oldtimer-Projekt definitiv gut mit raufnehmen kann. Dann kommen wir auch schon zum letzten Mod, und zwar eine Produktion, die auch schon ein paar Mal konvertiert wurde. Man sieht es ihr an den Texturen leider an. Und zwar ein Komposter, wo wir aus diversen Materialien plus Diesel-Kompost herstellen können, den wir dann entweder verkaufen oder, wenn die Map es zulässt, die sogar auf den Feldern ausbringen können als Dünger. Optisch, wie schon erwähnt, hat er leider schon ein paar LS-Teile auf dem Buckel, definitiv. Ich finde ihn von der Funktion und vom Design aber trotzdem ganz cool, so dass man ihn, wenn man ihn haben möchte, gut auf seinen Spielstand mit draufnehmen kann. Hier führt man auf jeden Fall Diesel rein, und hier fährt man die Rampe mit seinem Anhänger zum Beispiel hoch und kippt hier zum Beispiel Häckselgut, Stroh oder andere Dinge rein, um daraus Kompost herzustellen. Finden tun wir ihn im Baumenü unter Produktion für 185.000 Euro. Wir sehen hier nochmal aus Heu, Gras, Diesel, Stroh, Mist und Häckselgut können wir Kompost herstellen. Wir benötigen natürlich nicht alles, sondern nur eine Sache plus Diesel. Den Diesel, damit die Maschine läuft, und daraus können wir dann Kompost herstellen zum entweder verkaufen oder auf den Feldern ausbringen. Finde ich auf jeden Fall eine klasse Sache. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ihr mehr Mods der Woche und weitere Mod-Vorstellungen sehen wollt, abonniert gerne meinen Kanal und hinterlasst dem Video ein Däumchen nach oben, genauso wie ein Kommentar. Das wäre wichtig, damit anderen Leuten dieses Video auch vorgeschlagen wird. Die Map war die Neubartelshagen. Wenn ihr wollt, dass ich die auch euch nochmal richtig im Detail vorstelle, schreibt das gerne in die Kommentare. Dann mache ich das gerne für euch. Ansonsten habt ihr jetzt schon mal zwei, drei Ecken davon gesehen und könnt euch die eventuell auch selber angucken. Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Bis dann und ciao!